Was nun die bisherigen Ermittlungsergebnisse angeht, kann ich Ihnen hier mitteilen, dass wir mittlerweile wissen, dass es sich um ein Kampfgewehr handelt, nicht Kalaschnikow 47, so wie wir das eigentlich gedacht hatten, sondern ein Kampfgewehr der Marke AKM, ostdeutscher Herkunft, Kaliber 7,62, bestehend aus verschiedenen Teilen von verschiedenen Waffen, ebenfalls 9 Ladeautomatiken waren dabei. Hier muss ich darauf hinweisen, dass diese Ladeautomatik jeweils 30 Patronen umfassen. Das heißt, letztendlich hätte El Kasani 270 Schüsse Kaliber 7,62 hier abgeben können. Es fand sich weiterhin eine automatische Waffe M80. Hier war die Seriennummer nicht mehr zu sehen. Dann gab es noch einen Teppichcutter, ein Rollkoffer, darin befand sich ebenfalls noch ein Cutter und eine Flasche mit Benzin, ein kariertes Hemd, ein Rucksack, ein Mobiltelefon und im Waggon 12 vom Thalys haben wir denn weitere Gegenstände noch gefunden. Was nun jetzt das Mobiltelefon angeht, so haben wir festgestellt, dass dieses Telefon, das ihm auch gehört, ganz klar dafür vorgesehen war, diese Tat zu begehen, denn dieses Telefon war am Tag selber, am 21. August, aktiviert worden, das heißt nur einige Stunden, bevor er überhaupt den Zug bestiegen hat. Wir konnten auch die Internetverbindung nachvollziehen, die von diesem Mobiltelefon aufgenommen wurden. Hier konnten wir feststellen, dass er schon im Zug sich noch ein YouTube-Video angeschaut hat, wo die Treuen zum Kampf für den Propheten aufgerufen wurden. Darüber hinaus wurde ein Facebook-Account auf seinen Namen gefunden, das am 22. August 2015 geschlossen worden ist. Hier laufen noch die Ermittlungen, das heißt, ich möchte mich nicht weiter dazu äußern, um diese nicht zu gefährden. Es gibt eine sehr gute internationale Zusammenarbeit, die hier eingegangen worden ist. Und ich möchte hier natürlich meine Kollegen der verschiedenen europäischen Länder, insbesondere Belgien, danken. Ich habe schon intensiv mit dem belgischen Staatsanwalt gesprochen. Hier wurden direkte Ermittlungen aufgenommen, um hier die ersten Informationen zu bekommen. Dann gab es auch ein offizielles Hilfsersuchen von unserer Seite. Dann natürlich die spanischen Behörden, die uns zunächst informelle Informationen sogar zur Verfügung gestellt haben, wichtige Informationen zur Identität, zum Lebenslauf des Täters. Dann gibt es auch ein Hilfsersuchen, das an die Spanier läuft. Auch Deutschland hat uns unterstützt, sowie die Türkei, weil El Kasani ja in 2015 einen Flug nach Istanbul aufgenommen hatte. Und auch Marokko wird eingeschlossen, um uns zusätzliche Informationen zu geben. Was jetzt nun das Individuum El Kasani angeht, das der Staatsanwaltschaft übergeben worden ist, dieser ist ganz klar identifiziert worden, obwohl er nicht in der Fingerabdruckdatei bei uns vorhanden ist, aber aufgrund von Fotos, die uns von den spanischen Behörden zur Verfügung gestellt worden ist. Es stellt fest, dass er am 3. September 1989 in Tetuan geboren worden ist, marokkanischer Staatsangehörigkeit ist, obdachlos ist und einen spanischen Ausweis hat. Er hat in Spanien in Al Jaziras gewohnt. Dort frequentierte insbesondere die Moschee Taqwa, die für ihre radikal-islamistischen Tendenzen bekannt ist, und sein Bruder war dort sogar Schatzmeister. Er ist mehrmals verurteilt worden für kleinere Delikte im Bereich Drogen. In 2010 jeweils zu Freiheitsstrafen von 10 Monaten und 6 Monaten und dann noch in 2012 vom Gericht in Al Jaziras wegen eines Verkehrsdeliktes. Das bezieht sich allein auf Spanien. Was nun jetzt seine Aufenthalte angeht, so hat er seine Aufenthalte
Aussagen immer wieder verändert. Zunächst einmal hat er verschwiegen, dass er in Frankreich gewesen ist, aber mittlerweile wissen wir, dass er in 2014 5 bis 7 Monate sich in Frankreich aufgehalten hat, wo er in Aubervilliers gewohnt hat und für eine Mobiltelefongesellschaft gearbeitet hatte. Dann ist er wegen der Arbeit nach Belgien gegangen, dann war er in Deutschland, Köln, ist nach Wien gegangen, Österreich, ist wieder nach Köln zurückgekommen und hat dann in Brüssel in einem Park nach seiner Aussage gelebt, in der Nähe des Bahnhofs Brüssel-Midi. Aber genauere Angaben hat er zu diesen verschiedenen Aufenthalten nicht gemacht.